So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2, wenn mich nicht alles täuscht, und das ist nicht selten der Fall, dann hatten wir letztens eine Super Expert Challenge angefangen. Kann das sein? Ist das, trifft das, ist das, das ist der falsche Knopf? Trifft das zu? Haben wir irgend sowas gemacht? Ich glaube ja. Die wir also fortsetzen könnten. Wenn es dann mal lädt. Jawohl. Genau. Da haben wir einfach aufgehört. Und da müssen wir erstmal weitermachen. Wir haben noch 26 Leben. Ich habe die als No-Skip gemacht, richtig? Ich habe die als No-Skip gemacht. Das heißt, wenn jetzt Mist kommt, habe ich ein Problem. Ich meine, es war No-Skip, nicht, dass ich es jetzt umändere. Oder habe ich dann gesagt, ich ändere es um auf Skip? Nee, das wäre ja dumm. Hä? Tschüss. Ah. Die machen keinen Tschüss. Was ist das denn Ekelhaftes? So, weg mit euch hier. Jetzt muss ich aber... Ah, das ist auch noch so ein Buhring, der da aufgeht. Okay. Ich muss aber erst rüber. Das hilft nichts. Ich muss erst rüber. Oh, der trifft mich. Ich dachte, ich kann mich ducken. Oh, wie mache ich denn das? Der schießt auf jeden Fall vorher. Ja, ah, jetzt hätte ich in die Mitte ge... Ah, das ist ein guter Ansatz. Und dann in der Mitte landen von dem Ring. Das könnte funktionieren. Nein! Nein! Das könnte funktionieren. Oder kann man so schnell das Ding auslösen, bevor Bowser... Oh, jetzt ist aber der Dings besser. Nein! Und jetzt sind die Hammerbrüder geblieben. Das ist ja auch Mist. Die müssen runterfallen. Ah, Mist. Aber wenn Bowser schießt, bevor... Dann ist jetzt ist der Ball höher. Genau. Genau das wollte ich. Okay, cool. Guter Anfang. Was ist das denn für eine Stage? 5 Münzen gibt es nachher noch rote. Eieiei. Okay, wir haben den Anfang. Jetzt ist der Ball wieder so unten. Kriegen wir aber hin. No. No. Okay. Okay. Okay, also wir warten ein bisschen. Und dann schießt Bowser in die falsche Richtung und dann können wir dadurch problemlos. Da kommt ein Stern angeflogen. So. So, jetzt fehlt nur noch... Wait, wir haben einen Schlüssel. Wo auch immer der herkam. Ah, jetzt trollt er mich mit irgendwelchen Röhren. Ach, ich kenne... Wait, da führen, wenn es farbig ist, führen ganz viele davon an den Anfang zurück. Aber ich habe keine gelbe am Anfang gesehen. Ah, gelb ist da auch.
Ja, geil. Aber der Stern müsste wieder kommen, ne? Kommt der Stern nicht mehr? Das wäre nicht so gut. Aber jetzt fällt hier alles runter! Muss ich ein bisschen rüber, bis der Stern reinspawnt? Ah. So, schieß auf jeden Fall hoch. Gut. Das ist aber echt gut zu wissen, wie man Bowser manipulieren kann. Ja, ich muss ein bisschen rüber, bis der Stern auftaucht. Okay. Dass wir den überhaupt gefunden haben, ist voll gut. Sonst hätte ich hier echt ein Problem. Sonst könnte man das hier nicht lösen. Keine Chance. Was ist denn dann mit dieser Röhre hier eigentlich? Wait, da unten ist noch eine blaue Röhre. Oh, jetzt sind die da oben geblieben. Na gut, dann muss ich jetzt... Ah, schade. Ich wollte die Invisible Time noch nutzen. Hat nicht funktioniert. Ich wette, ich muss da dann in diese komische blaue Röhre. Ah, Mist, zu langsam. Da kamen schon die Hämmer. In diese komische blaue Röhre rein. So. Das ist der richtige und wichtige Anfang. So, Stern. Ich frage mich, ob ich einfach hier nach rechts einfach rüber könnte. Ich glaube, das ist auch nicht die richtige Sache. Wobei, es könnte halt alles Troll sein hier, ne? Nein, das... Das war nicht, was ich wollte. Aber in die blaue Röhre, da will ich rein. Die blaue Röhre, da ist verdächtig. Um es mal freundlich auszudrücken. Die ist sehr verdächtig. Ich weiß halt nicht, ob oder ob nicht, ne? Ich glaube, das hier ist nur, um den Stern zu holen. Ich glaube, ja, lass mich in Ruhe. Da oben. Ich glaube, viel weiter kommt man da auch nicht. Aber ich muss unbedingt jetzt mal da rein. Ah, Mist. Okay, weg mit euch. Sind die noch da, aber das ist okay. Nein, ich bin klein und dann ist es nicht okay. Ah. Mist. Aber so viel Röhren kann es jetzt ja gar nicht mehr geben. Das da oben sind ja nur 5. Und jetzt haben wir doch schon ganz viele Varianten raus. Also gehen wir doch mal in die Schlüsseltür rein, wahrscheinlich. Ah, man weiß es halt nicht. Das ist jetzt die oberste. Wie viele Röhren sind es insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Aber die andere blaue hatten wir ja schon. Kann man mehrere Röhren mit dem gleichen Exit verknüpfen? Kann man nicht, ne? Das wollte ich nicht. Kann man nicht, glaube ich. Ich glaube, das kann man nicht. Ich war zu langsam. Geht es noch? Ach. Mist. Nein, ich war... Ich bin hängen geblieben an der Scheißwand. So. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich kann doch, wenn ich da die falsche Röhre erwische, ich kann doch einfach durchlaufen. Ich muss doch nicht nochmal den P-Switch drücken. Der Weg ist doch schon offen.
Warum bin ich denn so blöd? Okay, die grüne hatten wir, die gelbe hatten wir. Die blaue ist eigentlich die andere blaue. Es ist das hier. Wollte ich nicht. Dann müsste die blaue hier eine andere blaue sein. Oh mein Gott. Wir haben drei Exits in Super Expert. Oh wow, neuer Rekord. Und wo ist jetzt die fünfte rote Münze? Man weiß es nicht. Ist mir auch völlig egal. Ei. Ei. Gut, das war das. Drei Leben dazu? Naja. Schauen wir mal, ob wir noch eins schaffen. Kommt halt drauf an, was jetzt kommt. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut für 10 Leben. You might be here a while klingt überhaupt nicht gut. Oh, das Ding fährt weiter und da kommt Neues. Ist das ein Kreislauf? Kommt da wieder Neues? Nein. Dann können wir mal ein bisschen gucken. Ach doch. Okay. Okay, okay, okay. Also wir fahren mit dem Ding mit und freuen uns eine Runde. Und dann fallen wir wieder runter. Und dann kommt der nächste, mit dem wir mitfahren können. Oh, wow. Ah, verstanden. Oh Gott, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Nein. Ah, es ist... Ah, es ist schwierig. Oh, was mache ich denn? Uff. Okay, das Level wird uns jetzt wohl killen. Das werde ich nicht. Allein auf dem Ding drauf zu bleiben, kriege ich schon nicht hin. Nein, bleib hier. So. Oi. Okay. Nein! Oh, der da oben! Ah, wir sind so gut durchgekommen. Und dann der da oben. Okay, aber das war's schon. War schon ganz gut. Für den Anfang. Ich hatte aber auch ziemlich viel Glück. Ich muss jetzt mal gucken, wie der Rhythmus ist, wenn ich genau auf den ersten drauf gehe. Genau auf den hier. Denn am Rhythmus ändert sich ja nichts. Oh! Dann ist der hier unge... Wait! Ich sehe was. Oh mein Gott. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Habt ihr es auch gesehen, dass wir gewonnen haben? Nein! Okay, aber das kriege ich hin. Den ersten Raum kriege ich... Also, was heißt den ersten Raum? Den ersten Abschnitt kriege ich hin. Ich weiß nicht, wie es dann weitergeht. Nein! Fast! Ah, fast. Aber das kriege ich hin. Nein, ich will da nicht runterfallen. Okay. Spürt ihr auch den Sieg? Puh. Zumindest diesen Abschnittssieg. Der Rest ist dann, yeah. Nee, nee, nee. Oh. Oh je. Nein! Nein, jetzt ist der Rhythmus komplett im Arsch. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Starten wir es neu. Das ist, glaube ich, wirklich die beste Idee. Den Rhythmus neu starten, weil hier den kenne ich jetzt.
Nein, zu weit! Ich könnte direkt über die erste Kugel da hoch. Ich müsste gar nicht warten. Das kann man ausprobieren. Geht das? Kriegen wir das hin? Das sollte hinzukriegen sein. Wie ist der Weltrekord? Also muss es Checkpoints geben. Das heißt aber auch, am Stück hat noch keiner dieses Level geschafft. Keiner. Vielleicht haben es auch noch nicht so viele gespielt, das kann natürlich sein. Das war, ah mein Gott, das war nicht so gut. Jo, 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 jo. Alles klar. Wir starten neu. Nein, ich will da mitfahren. Na, dann spielen wir einfach so weit wir kommen, aber das Level werden wir nicht schaffen. Da werden wir kein Ziel sehen. Das weiß ich dann jetzt schon. Nein! Uff. Nein, lass mich in Ruhe. Nice! So, jetzt ist eigentlich erstmal egal. Mehr kann hier ja nicht passieren. Ich wollte noch sagen, ich gehe wieder zurück auf den Dings und warte, bis die durchlaufen. Mist. Mist, Mist, Mist. No! Nein! Ah! Vielleicht kann ich das dann machen, wenn der Haken gerade nach rechts geht. Dass ich im Notfall nur im Haken lande und nicht in den Stacheln. Weiß nicht, ob das geht. No! Das gibt's doch nicht. Ich muss nur ein paar Mal springen. Ich habe ja schon den Rhythmus raus und ist auch einen guten Weg. Theoretisch. Oh Gott. Oh, ich dachte, ich lande in den Mannschern. Nein! Letztes Leben. Schade. Aber wir haben 3 diesmal geschafft. Und das sogar mit No Skip. Also würde ich skippen, wäre das hier Level ja schon durch. Wir werden gleich dann nochmal einen Skip-Dings starten. Ich möchte ein bisschen mehr bei Super Expert haben. Das ist einfach. 3 ist so wenig. Ich hätte gern mindestens 6. Oh oh. Jetzt will ich mal gucken, wie viele das schon gespielt haben. So viele wahrscheinlich nicht. Sonst hätten wir sicherlich einen anderen Weltrekord. Ja, 111 Versuche. 9 Spieler. Ja, gut. So, gucken wir mal, ob was Neues gebaut wurde. Frank hat was gebaut. Autoscrolling. Ah, gut. Vielleicht ist es ja ganz cool. Huch. Voll Community-Projekt hat er dazu geschrieben. Und da geht's auch schon los.
Scheint ein ganz normales Level zu sein. Nichts. Aber es ist schon mal ein Level, wo man jetzt ewig warten muss auf das Scrolling. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Da werde ich komplett ungeduldig, da werde ich irgendwann gleich runterfallen, das sehe ich jetzt schon kommen. Und dann fange ich nicht nochmal von vorne das Level an, auf keinen Fall. Entweder ich schaff's jetzt oder ich lasse es. Aber das spiele ich nicht nochmal. Ich meine, guckt euch dieses langsame Scrolling, das ist ja... Uff. Uff, da war eine Röhre. Mist. Da wäre bestimmt was Cooles drin gewesen. Werden wir jetzt leider nicht herausfinden. Was ist das denn? Puh. Was will ich hier oben? Außer nicht zu sehen, wo ich hin... Was ist das denn hier? Was hat Frank da für einen Quatsch gebaut? So kenne ich Frank gar nicht. Oh Mann. Und da ist dann das Ziel. Ja, wow. Na, wir haben das Level gespielt. Aber das war's dann auch. Okay. Gut, sonst ist nichts Neues da. Dann schließen wir den Part hier ab und fangen beim nächsten Mal nochmal eine Skip Super Expert Challenge an. Ich bin aktuell voll auf Super Expert. Das liegt vielleicht an den Videos, die ich gucke. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.